Hallo, willkommen zum 11. Part von Let's Play Market 8 Deluxe. Online, genau, online. Online. Regional, normale Rennen einfach mal, weil Schlacht hatten wir beim letzten Mal schon. Ja. Ach ja. Komm, Spieler suchen. Bitte keine Verbindungsabbrüche. Schon werden die Punkte wieder gelöscht eben und dann geht's hier nicht. Und bitte nicht verarschen, Spiel. Das mache ich auch nicht. Also, ja, gut. Aha. Ein bisschen mehr vielleicht, dann sieht es vielleicht besser aus. Ja, ich wollte noch was sagen. Ich habe was beschlossen für die nächsten Jahre auch eben, genau. Dieses Jahr habe ich beschlossen, fast kein Fleisch mehr zu essen, genau eben. Also ich esse kaum noch Fleisch, wenn dann nur noch Biofleisch und wenn dann eben nur noch sehr wenig eigentlich. Also vielleicht zwei Scheiben Salami pro Tag höchstens. Ansonsten eben Gemüse eben und ja, aber kein Fleisch mehr eben, genau. Und auch kein Fleischersatz mehr eben. Laub Döner und Burger, glaube ich, komplett wegfallen. Also ich werde meinen Fleischkonsum sehr reduzieren eben, genau eben. Ich habe vor, sehr wenig Fleisch zu essen in Zukunft eben. Ist eh besser. Für mich eben auch. Und auch für Tiere ist es besser, wenn ich nicht so viel Fleisch esse. Und wenn dann nur Bio, weil alles andere geht nicht mehr. Die Tiere tun mir nämlich auch leid, muss ich sagen. Also, ich schon gesagt, im Smash-Part keine Wachtler kaufen zu Ostern, habe ich eh schon gesagt, also gut, Ostern ist schon vorbei, Ostern ist schon vorbei, wenn das Video kommt, aber trotzdem nochmal eben, am besten kauft nächstes Ostern keine Wachtleier, weil die Tiere leiden einfach nur, die müssen im Käfig gehalten, die entzünden die Füße eben, den Wachteln eben, genau. Und das verursacht Schmerzen eben, die Tiere können sich kaum bewegen, die sind förmlich gestapelt darauf eben, muss man sagen, also so ganz engen Käfig geben. Also am besten keine Machtler kaufen, genau. Okay, gut. Jetzt geht's aber los, genau. Aber das habe ich eh schon gesagt, im Smash-Parts, also ja. Oh, Paris-Parcours, ganz einfach, Paris-Parcours. Blue Sky, 27. Aha. Blue Sky, ach, das Studio. Armes Studio. Also dieses Studio wurde ja auch geschlossen, Blue Sky Studios, wisst ihr ja alle, glaube ich, schon. Was Disney da gemacht hat, das soll man nicht wissen. Disney, also, wie kann man nur Blue Sky schließen? Blue Sky Studio schließen einfach nur. Ich kann, also, ne. Und dann ein Ice Age Film rausbringen, oh Mann. Der so schlecht ist, wie noch kein anderer Film zuvor. Selbst Toy Story sieht besser aus als dieser Scheißfilm. Der Film sieht so scheiße aus, das glaubst du gar nicht. Selbst Toy Story sieht besser aus. Und Toy Story ist uralt. Nee, wirklich. Vergleich mal Toy Story, die Animationstechnik und die Animationstechnik mit Ice Age 6 eben, genau. Da wirst du merken, oh, Toy Story sieht gut aus, aber Ice Age 6, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht so schlecht aus. Nee, wirklich, der Film ist einfach nur schlecht und langweilig ist der Film. Man kann nicht mal den Film lustig machen, weil es so schlecht ist, dass er einfach nur langweilig ist. Das habe ich nur im Kopf. Der Film hat mich gelangweilt. Schaut mal ins Video rein, wenn ihr wollt, aber das Video, ich kann es euch sagen, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee. Das war der schlechteste Ice Age Film aller Zeiten.
Ice Age. Die Abenteuer von Buck Wild, das ist der schlechteste Ice Age-Film aller Zeiten gewesen. Noch schlechter geht's nicht. Also sie machen noch einen Teil, dann wird's noch schlechter, oder? Gut, konzentriere ich mich mal aufs Fahren, damit ich gewinne. Nein, ach komm, was bin ich denn für ein Loser, ehrlich, Mann. Ah, lass mich von der Pflanze treffen, ich Idiot. Ja, was mache ich denn da? Nein. Ich bin so schlecht. Nein, wo fahre ich denn eigentlich hin, ich Idiot? Ah. Paris-Parcours ist eben ziemlich schwer zu fahren, eben ist das Problem. Ach komm schon, die schneller als ich, obwohl ich einen Stern habe? Ach komm. Wie soll ich denn das noch schaffen hier? Ich bin immer noch Elfter. Der Stern. Was will ich bitte einen Stern erlichen, Mann? Rakete brauche ich. Ganz Tag Rakete brauche ich. Ach komm! Wir haben doch WLAN, was willst du? Blödes Spiel. Jedes Mal Verbindungsabbrüche, genau. Jedes Mal ist der gleiche Scheiß. Ich spiele gerade gut, dann könnt ihr Verbindungsabbruch und sagt das Spiel. Ja, Punkte löschen wieder, ich weiß schon genau. Tut mir leid, aber es geht einfach nicht anders. Down dieser Verbindungsabbruch. Ich hasse diesen Online-Modus nur. Ja, deswegen wollte ich die Online-Displays gar nicht zurückbringen. Aber ich wollte es dann doch jetzt zurückbringen, weil es Spaß macht eben. Und ich wollte es ein bisschen aufnehmen für euch eben. Aber wenn es schon wieder so abläuft, dann... Jetzt muss ich eben wieder warten. Na gut, das ist die Runde, dann passt es eh. Aber eh nochmal, ich baue die Punkte jetzt nämlich mal nicht. Und ich downte. Dieser Online-Modus ist einfach nur schlecht. Ich sag ja, Nintendo hat seit Jahren den schlechtesten Online-Modus aller Zeiten. Und trotzdem soll ich dafür zahlen. Und da soll ich nochmal 40 Euro zahlen. Ich zahle keine 40 Euro für einen Online-Modus, der nur Schrott ist. Es ist einfach nur Schrott. Es ist Schrott, was sie hier machen. Das ist einfach nur billiger Schrott. Und die machen es auch nicht besser. Die 20 Euro, die ich da zahle im Jahr, sind für nichts eigentlich. Die machen sie. Die bringen gar nichts. Etwas gefühlt. Was nehmen wir denn? Trotz Autobahn. Diese 20 Euro, die ich da zahle, bringen nichts. Deswegen sehe ich auch nicht ein, dass ich 40 Euro zahle für das Erweiterungspaket, weil das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Der Online-Modus wird ja nicht besser dadurch. Die stecken da kaum Geld rein und machen es nicht besser. Ich meine, wir haben jetzt schon wie alt ist der Online-Modus schon? Der Online-Modus existiert seit 4 Jahren. 4 Jahre ist der jetzt alte Online-Modus. Und trotzdem ist er noch wie so am ersten Tag so schlimm, ehrlich, Mann. Selbst Mario Kart läuft nicht gescheit. Sieht man jetzt schon. Ich habe Down Verbindungsabbrüche. Wird nicht besser. Ach komm, nicht zwei TCM, warum? Ich bin doch gar nicht so gut in den sonstigen Sachen. Auf der Strecke zwei TCM, na toll. Das wird eh nichts werden. Wird nichts heute. Schon deswegen, weil das Netzwerk nicht mitspielt. Ich darf ja auf keinen Fall einen Boost haben. Geht schon aber nicht so oft. Am besten gar nicht springen. Sonst bin ich zu schnell. Am besten hier gar nicht springen, genau. Am besten gar nicht springen. Das ist sonst viel zu schnell. Meine ich ja, du fliegst ja komplett über die Strecke drüber. Wo fahre ich jetzt eigentlich hin, ich Idiot? Ja, was will ich mit der Feuerblume? Die bringt mir doch gar nichts hier. Nein, was mache ich da? Oh, ich bin so ein Idiot, ehrlich, Mann. Ich fahre so schlecht wie noch nie zuvor. Nein, nicht springen, du Idiot. Das war dumm. Ach, Mann. Ich sag dir, ich zeig's heute nichts mehr.
Pilze. Ich brauche keine Pilze hier. Ja gut, Pilze. Ups. Komm. Yes, 5. Platz. Yes. 5. Platz. Ich kann's noch. 8 Punkte, gut. 8 Punkte. Hä? Achso, 50 waren es genau. 50. Und wie jetzt Fehler bei Datenübertragung? Wehe, ich sag dir, Nintendo. Sonst komme ich hier nie weiter. Was nehmen wir denn? Yoshis Piste, Bilderhilfeweg. Was nehmen wir denn? Yoshis Piste. Und das ist alles für die Katz. Und das ist alles für die Katz, was ich hier mache. Wenn mir jeder Fehler bei Datenübertragung kommt, dann war alles für die Katz. Ist so einfach. Dann war alles für die Katz und ja. Okay, dieses Ende, das reicht ja eh. Ich sehe das Piste und das schaffen wir. Da schaffe ich schon noch was eben. Ach komm, warum jetzt schon? Betrug. Nein, was mache ich? Idiot. Kann ich mal richtig die Abkürzung nutzen, ich Idiot. Ich mache so viele Fehler. Jetzt nutze ich das gar nicht mehr. Die Abkürzung, die bringt mir gar nichts. Mit Stern, aber das macht mit Stern eigentlich. Ja gut, ich könnte da entlang fahren. Ach komm! Ich mag das Spiel nicht mehr. Ach komm, was soll denn das? Ach ja, kriegt nichts mehr hin. Außer 5. Platz. Na ganz sicher, weil was soll das eigentlich werden, wenn ich fragen darf? Denkt mich einfach von der Straße ab, werde ich mir der Typ. Immer das Gleiche. Jeder, wenn man sich abdrängt von der Straße, immer das Gleiche. Nochmal Stern. Gut, dann machen wir es eben nochmal hier. Kürzen wir nochmal ab, sodass es gar nichts bringt. Gut, 11. Platz. Aber was mache ich denn bloß? Nochmal Stern. Letzte Runde. Jetzt müssen wir alles aufholen, okay. Aber es ist mir mit dem scheiß Goldpilz und du hör auf mich abzudrängen, ehrlich, ich meine, das reicht. Schön langsam mit dem Abdrängen. Ach komm, jetzt ist das wieder so ein. Das ist total unverdient. Du warst wirklich hier auf dem 9. Platz herum, ehrlich. Was will ich jetzt mit dem Goldpilz? Ach komm, muss das jetzt alles versaut werden, wirklich? Ich hatte so eine Rakete. Ah! Oh. Jetzt kriege ich eine Rakete, gut. Das bringt mir aber gar nichts mehr. Platz 8. Jetzt bringt mir die Rakete gar nichts mehr, ist ja klar. Bitte keine Minuspunkte, kommt schon. Bitte sei gnädig. Sei gnädig, Markart. Plus 2 Punkte, danke. Danke für die 2 Punkte. Besser als nichts, sage ich nur so.
Mal sehen, Lima Pilzpass. Ich sage, mag ich jetzt ja gern Pilzpass. Aus Marke DS Pilzpass. Bald knacken wir die 500 Videos auf diesem Kanal. Genau, 500 Videos werden es bald. 500 Videos, oh, das wird viel. Und im Mai ist auch schon das einjährige Jubiläum. Das werde ich feiern, großartig feiern mit einem. Ja, da wird es ein bisschen was zu besprechen geben, wie die ganzen Zahlen liefen, wie das Ganze lief, jetzt aufruftechnisch und auch eben, was ich da, warum ich das mich alles mache, eben hier zeigen, wie ich alles aufnehme. Das wird schön. Ach, das wird schön, das Jubiläumsvideo, das wird echt was werden. Einjähriges Jubiläum am 15. Mai. Am 16. Mai kommt es raus, weil dann die Aufrufe gezählt wurden, eben das Jubiläumsvideo, das wird schon was werden. Ja. Einjähriges Jubiläum. Am 15. Mai. Von Hemhassan Gaming, genau. Ach ja, dann wird der Kanal ein Jahr alt. Ein Jahr ist jetzt schon alt, der Kanal. Bald jedenfalls im Mai. Am 15. Mai. Ja. Ich muss echt sagen, ein Jahr, das wird schon 1431 Aufrufe gesammelt. Bis jetzt eben läuft der Kanal ganz gut, würde ich sagen. Klar, jetzt nicht so gut wie andere Kanäle, aber besser als nichts, sage ich nur. Weil ich freue mich über jeden Aufruf. Ich freue mich über jeden Aufruf. Eigentlich. Ja, jetzt hör doch mal auf, du blöder Linke, du blöder dich, Mann. Was soll das jedes Mal, ehrlich Mann? Immer mit dir jemand, du musst mich von der Straße kicken, ehrlich Mann. Dieser scheiß Link, ehrlich Mann. Du Ralf Roh, der wieder mal heißt, ehrlich Mann. Denk mich einfach von der Straße. Denk mich einfach so von der Straße ab, der Idiot. Was denken sich da eigentlich? Was erlaubt sich da eigentlich? Mich von der Straße zu verdrängen, ehrlich Mann. Was glaubt sich dir überhaupt? Bis jetzt läuft's gut, aber mal schauen, ob das noch was wird. Nein, es war nicht runtergefallen, das waren wichtige Meter. Hey, warum steht denn der? Warum ist das so langsam? Nein, bitte nicht treffen lassen. Nein! Sag dir eine Banane, ich bin einmal getroffen, alle überholen mich. Alle überholen mich, nur weil ich einmal getroffen werde. Das ist voll unfair. Ja, was kann ich dafür? Die Banane war so gut gelegt worden, dass ich da gar nicht ausweichen konnte. Wir haben schon wieder abgedrängt, schon wieder aus dem Weg gekickt, ehrlich Mann. Ich bin so einfach zu besiegen. Verstehe, was hier mit dem Stern? Hallo, Buhu! Ja, was bin ich mit dem Panzer? Roter Panzer bringt mir so gut wie gar nichts. Doch. Ach, mit dem Stern jemand. Hau ab, du blöder Schallgei! Ah, Pilz! Jetzt herz mir auf den Pilz, ehrlich Mann! Das schaffe ich gar nichts. Da kriegt man mit Stern da rein, gerauscht, ehrlich Mann. Und ich kann mich da gleich beerdigen dabei. Komm, zweiter Platz, yes, yes, zweiter Platz. Jo, Alter, ich hab's euch gezeigt. Und 19 Punkte, sogar das gleiche, was die erste bekommen hat. Oh Mann, das war bei einer Heidenarbeit. Hoffentlich ist kein Fehler bei Datenübertragung, sonst ja, sind die Punkte wieder weg, 19 Punkte. Also, ich glaube, ich mache noch ein Rennen, glaube ich, mache ich eben noch, dann höre ich auf, genau. Markerstadt im Steinblock Ruinen, was nehmen wir denn? Markerstadt nehmen wir mal wieder, genau. Aber echt gutes Rennen. Zweiter Platz, echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch was draus wird, ehrlich Mann. Aber ich war auch gut in dieser Runde, muss man echt sagen. Ich war gut. Das macht echt Spaß. Also, die Parts machen echt Spaß. Solange kein Verbindungsabbruch kommt, ist alles in Ordnung. Letztes Rennen, wie gesagt, hoffentlich kein Verbindungsabbruch und dann ja, mal schauen eben. Also nein, jetzt sage ich nicht schon wieder, was ich mache. Gut, Wasserpark, 150 CCM, Octopanda, Octopack Treffel, da fällt mir gerade ein. Octopanda, ich komme Octopack Treffel, aber diesen Namen.
Hinter doch Activate Traveler, das Game von Square Enix, wo alles in Pixelgrafik gehalten ist. Der Nachfolger kam dieses Jahr raus. Triangle Strategy kam dieses Jahr auch noch raus. Ja, das war schon ein Game, oder? Ja, das. Gut, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, dass es eigentlich ganz gut ist. Aber gut, ja. Eigentlich darf ich mit den Namen lachen, aber die Namen sind ja nicht echt, die gibt es ja nicht echt. Da ist ja nicht wirklich Octopanda. Gut, meinen Namen könnte man auch belächeln, weil Hemenh.G ist jetzt auch kein großartiger Name eben. Aber ich würde ja Hemenh reinschreiben, aber es ist ja begrenzt die Zahl an Buchstaben. Ich darf nicht mehr Buchstaben reinschreiben als nur 11. Deswegen geht das einfach nicht so. Deswegen geht das nicht, dass ich da Hemenh reinschreibe. Geht nicht. Ach komm! Klar, der wird kaputt gemacht. Ach, ist das doch zum Trotzen. Jetzt bin ich wieder, ehrlich, von jedem überholt. Also wirklich, jeder überholt mich, nur weil ich getroffen werde oder nur weil ich so langsam bin. Und ich weiß nicht, warum ich so langsam bin, ich weiß es nicht. Pilze, ach, ich will kein Pilze. Ich kann das Zeug nicht mal sehen. Pilze. Komm. Der Pilz bringt zwar nicht so viel, aber ja, Goldpilz bringt nicht so viel, aber er ist etwas. Nein, Rakete, nein. Was machst du, Waluigi? Wem hast du mich jetzt abgedrängt? Oh, dieser scheiß Waluigi. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Komm, schaff das Zeug hier. Der Pilz, das mit dem Pilz. Mann. Ach komm! Alter, jetzt reicht's mir aber mit dem Spiel. Achter Platz, ach komm, das ist doch jetzt nicht mein. Ja, drei Pilze jetzt. Achter Platz. Nein! Minuspunkte, alles umsonst, nein! Minuspunkte. Das war's doch schon mit dem 11. Part Metzbeimarkt der DAX Online. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, heute ist Schluss. Verloren. Ja, wie gesagt.